Oh, wir dürfen alles nochmal machen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Der Nicest Park gehörte Sophia Lam, Chef. Es war so eine Art privater Zufluchtsort für ihre sozialen Experimente. Eines Nachts wurde er überflutet. Alle Gäste starben. In den Zeitungen stand, es hätte was mit dem Kult zu tun. Komm auf zur Bahnstation. Dort treffen wir uns. Bioshock ist gerade abgekackt. Also komplett verreckt. Einfach aus der Kalten raus. Und nur eine ganz kurze Vorwarnung, so ein bisschen blink blink und dann war es weg. Weiß nicht, ob ich das drin lasse. Was ist die 6? Ja. Phosphorschrot. Nee. Wie wir hier wohl reinkommen. 1080. Ich bin ganz alleine hier, Mr. Tonband. Das ist besser. Man sagt mir, dass Lärm auf der Straße gesehen wurde. Ein Exemplar der Alpha-Serie wurde bei dem Zwischenfall getötet. Seine an ihn gebundene Sister wurde gestohlen. Aber der Rat hat keine Zeit für eine Menschenjagd. Atlas füllt die Reihen seiner Marodeure mit jedem weiteren Tag. Egal. Lams Name ist beim Volk bereits verblasst. Sie ist nur mehr ein Gespenst, das vergessen hat zu sterben. So. 5, 6. Oh nein, was ist hier denn nur los? Und tschüss. Blop. Achtung! Subject Delta hat Dionysus Park trockengelegt und infiltriert. Sein Tod ist unsere Wiedergeburt. Das Leben der Tochter des Volkes liegt in eurer Hand. Ei weh. Meine Wenigkeit ist das jüngste Mitglied der Familie Ranchers. Ich hab Wales was verzapft von wegen, dass die Tribune mich daran hindert, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Und ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir eine Einladung für diese Künstlerzuflucht hier im Park in die Hand. Lam hat mir die Nummer vom frustrierten Schreiberling abgekauft. Sie unterstützt mich sogar. Ich soll alles aufschreiben, während ich hier bin. Dass meine Story von ihr handeln wird. Und ich glaube, das Ende wird ihr nicht gefallen. Liebes gelbäugiges Mädchen, mein Name ist Billy. Und ich habe dich neulich am Karussell gesehen. Billy the Butcher. Ich finde dich sehr hübsch. Dein blaues Kleid gefällt mir. Und auch dein Lied über die Engel. Meine Mom sagt, dein Dad macht dir Angst. Aber ich finde, er ist stark und nett, so wie ein Held aus einem Comic. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe es im Keller versteckt, damit niemand es findet. Der Geheimcode für die Tür ist 1080. Und also so oder so dadurch. Gefällt dir. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, denke ich dann meist, dass... So, jetzt sind wir fast wieder bei Null. Schrotwinde brauchen wir nicht. Fallenspeer, meins. Ist auch nichts mehr. B. So.
Antiperson, Antiperson brauchen wir. Fallenspeer. Muchas gracias, señor. So, jetzt sind wir doch, ich weiß nicht, vielleicht fragst du sie einfach mal in ihrem, Linky ist ja noch mehr als nur der, nennt man das, nur die Preisliste und so. Wie gesagt, bei mir war das halt was Besonderes. Tja, die gute Nachricht ist, ich habe eine neue Bahn für uns gefunden. Aber die Station ist immer noch außer Betrieb. Und wir sind nicht alleine. Ich sehe einen Schatten in der Wachstation. Ich bleibe in Deckung. Er bleibt in Deckung. Brauchen wir gerade nicht. Dro. Eissturm. Sind dahin. Da. Sondier du mal die Lage. Ah, hallo Jungs. Mein Name ist Stan Poole, Rapture Tribune. Ein gutes Blatt, bevor die Leute aufhörten, es zu lesen und... Chief-Experte hatten wir schon... in Genbanklagern. Verwendung dafür fanden. Jedenfalls möchte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Kommt zum Bahnhof. Ich bin hier in der Wachstation. So. Triff dich mit Stanley. Hui. Hier können wir ganz viel sammeln. So. Wir speichern mal. No. Ich spreche... I don't speak Spanish. Or Espanol. First try. Eckpfeile brauchen wir. Ausverkauft? Ausverkauft. Schön in den Kopf geschossen. Lalala. Ich weiß gar nicht, ob das auch wieder Content-ID-Musik ist. Wenn ja, darf ich wieder alles neu schneiden. Ich wünschte, man könnte die Musik nennt sich das. Ich habe sie gefunden. Ich habe Cindy gefunden bei diesem verrosteten Karussell. Sie stand einfach da, hat es angestarrt und darauf gewartet, dass die Musik anfängt. Aber sie erkennt mich nicht einmal. Was haben die mit ihr gemacht? Hört sie euch an. Wenn irgendjemand dies hört, ich muss wissen, wie ich sie heilen kann. Ich... Nein, weg da! Sie ist meine Kleine! Ich bin es davor. Ach Mist. Sie erkennt mich nicht einmal. Au! Wie mit ihr gemacht? Hört sie euch an. Keine Augen, keine Nasen, keine Ohren, keine Zähne. Wenn irgendjemand dies hört, ich muss wissen, wie ich sie heilen kann. Ich... Nein, weg da! Sie ist... Dionysus Park war mein Zuhause, Delta. Ein Experiment in sozialer Einheit, zunichte gemacht durch menschliche Torheit.
Mit jedem deiner Schritte entehrst du das Andenken daran. Ich entehre es. Juhu! Tja, Lem weiß, dass du hier bist, aber ich bin inkognito unterwegs. Die Sache ist die, seit du den Park trockengelegt hast, schnüffeln hier die Little Sisters rum. Auf der Suche nach Adam. Und das kann ich nicht brauchen. Hey, Sascha! Jetzt knackt doch den Safe. Ich will meine gottverdammte Überraschung haben. Oh, ich bin so nah dran. Warum machst du nicht mit? Tick. So. So. Auch gut. Power to the people. Ladeschrei für Hienitenpistole vergrößern. Neu speichern. Wieder first time. Cool. Nisch, was wir brauchen. Doch da, hier. Autohack-File. Ebenfalls hacken. Meins. Brauchen wir nicht. Hab's eigentlich gerade anderen Loot? Chips, Maschinenpistole, oh, die war auf einmal weg. Hallo, dich kennen wir schon. Man sagt nicht Scheiße. Nimm das, Vater, und beeil dich. Mutter kann mich nicht hören, aber sie sieht mich direkt an. Und ihr Gesicht. Ja, ihr Gesicht sagt ihr, oh, sie mag mich nicht, oder was? So, hier hat man das letzte Mal gespeichert. Quatsch, hier ist es verreckt. So. Dann. Was wollt ihr von mir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin ganz lieb, ich bin ganz nett. Geh auf. Ich will hier gar nicht sein. Oh, sei ruhig, du Schwein. Du auch. Das war ja mal wieder was. Hack ich dich oder nicht? Gut, da komme ich nicht hoch. Ich will dich. B. 1, 2. Au. B. 1, 2, au, B, 1, au, B, 1, 2, 3.
Ich repariere mir mal. Ich könnte mal gut gebrauchen. Wahrscheinlich. Okay. Tote erzählen keine Geschichten, hab ich recht? Falsch! Denn wenn Adam im Spiel ist, hat jeder Tote eine Story auf Lager. Und Lam weiß, wie man sie liest. Wenn sie das Zeug in die Finger kriegt, ist es aus mit mir. Ich möchte also, dass du die Story von Dionysus Park für immer beerdigst. Schaff mir die Little Sisters vom Hals, auf deine Art. Wenn du das tust, entriegle ich die Station für dich. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Tja, ich würde sagen, er hat was zu verbergen. Aber so macht das Raten keinen Spaß. Er hat sich in der Wachstation eingeschlossen. Wir müssen also mitspielen. Finde diese Sisters. Speichern. Toll, jetzt müssen wir Little Sisters finden. Ich hab dich gesehen. Ach, ich hasse Houdini-Splicer. So, 00 Schrot. Hat nicht schwere Niete. Nein, Antipersonen will ich aber. Hallenspeer will ich haben. Was haben wir hier? Raketenspeer, Munition. Ja. Also hier haben wir alles. Cool, dass der versucht aufzugehen. Wäre auch gar nicht aufgefallen. Jetzt eigentlich ordentlich Schaden oder immer noch? Nur Müll. So, wir müssen jetzt Little Sisters finden. Erstmal hacken wir. Der war gut. Die Spritze. Willkommen im Zirkus der Wirt. Er hat doch gerade ein Gespräch. Weißt, hier müssten theoretisch Leute sein. Lassen Sie, lassen wir sie schreiten. Soll nicht unser Bier sein. Blinkt und blitzt ist so schön. Oh, Heckpfeil. Der ist natürlich toll. Noch ein Heckpfeil.